Moin zum Freunde der Sonne, willkommen zu einer neuen Folge vom Dizzycast. Hier kommt nochmal so ein Gast reingeschneit heute, den hat sich der ein oder andere gewünscht. Und das Schöne ist, Tobias kam selber auf mich zu. Ich denke, da gab es ein bisschen Druck von der Teamleitung. Schöne Grüße gehen raus an René oder Niklas, wer auch immer das angeleiert hat. Und wir haben heute Tobias Pfeffer hier. Eine richtige Rakete auf der Rennstrecke. Ich finde auch sehr sympathischer Typ. Wir sind ja mal ein Rennen zusammen gefahren. Das war sehr, sehr witzig. Bevor wir jetzt loslegen, Tobias, der ein oder andere da draußen wird dich wahrscheinlich nicht kennen. Vielleicht kannst du mal so in 3, 4, 5 Sätzen abreißen, wo du herkommst, was du so machst und was du überhaupt hier willst. Ja, also ich bin Tobias Pfeffer, 19 Jahre alt und ja, fahre für Rennwelten E-Sports seit Juni 2024 in ACC. Genau. Ich glaube, mehr kann man jetzt dazu noch nicht so sagen. Du bist jetzt, habt ihr wirklich offiziell Unicorns abgelegt jetzt? Ja, also ich meine, wir haben, ja, also kann man schon so sagen, ja. Habt ihr jetzt Unicorns denn gar kein Team mehr? Nee, also ich weiß nicht, ob die in Zukunft mal planen, irgendwie mal wieder was im Simracing zu machen, aber jetzt so direkt nicht, ne. Also wir haben nichts mehr mit denen zu tun. Ah, okay. Das ist ja interessant. Na, dann kommen wir gleich mal zur nächsten Frage. Wie bist du denn in dieses ganze Ding reingerutscht? Ich meine, du bist jetzt 19. 19, ja. Das ist krass. Du bist fast 20 Jahre, nee, du bist 20 Jahre jünger als ich. Wow. Ja. Das, obwohl ich mich teilweise schon alt fühle, tatsächlich im Vergleich zu, nein, aber das kommt jetzt so komisch rüber, okay. Aber manche sind im E-Sports halt wirklich so, bei BS zum Beispiel, die sind ja 12 oder so, 13 oder so teilweise. Ja. Und da denke ich mir so, in dem Alter habe ich angefangen, Simracing, da war ich so richtig jung und jetzt wird man halt auch so in, ja, mehr so der Durchschnitt, ehrlich gesagt sogar, vom Alter. Ja. Ja, bei uns im Team, außer vielleicht jetzt Niklas und Basti, sind wir alle irgendwie so um die 20. Deswegen. War René nicht auch krass. Schon Mitte 20? Ja, René fährt ja nicht. René ist ja nur der Teammanager. Aha. Also, aber ja, es stimmt, aber trotzdem, 19 ist noch jung. Das stimmt schon. Ja gut, also ich erinnere mich noch, als du so reingeschlittert bist auf meinem Radar, da warst du, glaube ich, irgendwas so Mitte 10? Irgendwas so 15, 16? Ja, ich war 15. Ja. War das nicht sogar mit Remo oder so? Ja. Das ist richtig lange her. Das ist richtig mit Niklas lange her. Und so. Ja. Das war Suzuka, glaube ich. Ja. Wenn wir gefahren sind. Weiß zwar nicht, welches Rennen das war, aber ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, obwohl es schon etwas länger her ist, tatsächlich. Ja, dein Gehirn funktioniert noch gut, nicht so wie meins. Ja, meins ist schon so ein bisschen schwammig, weißt du, das ist manchmal kommt was raus und manchmal nicht. Ja, so. Das ist Demenz, die kommt schon. Ja, Nein. Das ist wirklich die Demenz, das ist wirklich so. Aber wie bist du denn jetzt hier so in die ganze Sache reingeschlittert? Bist du so also, Mutti-Papi-Ding und Formel 1? Ja, also das ist echt, das ist nicht ganz so einfach zu sagen, weil ich habe wirklich schon mit 5 Jahren oder so, bin ich schon F1 2010 bei meinem Dad gefahren. Also wirklich, ich konnte nicht mal übers Lenkrad drüber schauen. Ich bin so unter dem Lenkradkranz da gehockt und bin so gefahren. Und ja, keine Ahnung, ich habe dann TDU 2 gespielt. Das ist jetzt kein Simracing-Game oder so. Es ist halt ein ganz normales Spiel wie Forza oder so. Und irgendwann mal später auch Race Room. Aber also so hauptsächlich reingekommen bin ich eigentlich durch meinen Dad, ja. Also schon auch sehr jung, tatsächlich. Okay. Und zwischendurch auch noch ein bisschen Kartslalom mal so ein bisschen ausprobiert. Aber es gibt nicht so einen direkten Punkt, wo ich angefangen habe in jungen Jahren. Also es war sehr viel gleichzeitig irgendwie. Okay. Bist du denn heute noch im Kart unterwegs? Nee, das war eben, ich war nicht so oft im Kartslalom. Also es war wirklich nur so 2, 3, 4 Mal oder so. Okay. Und, mit 5 Jahren. Und das ist halt wirklich ein Weg gewesen. Ja, hat halt gedauert, bis wir da waren, beim Training auch. Deswegen haben wir es gelassen und irgendwann mal später, ich glaube irgendwie so mit 10 oder so, habe ich da meinen ersten PC bekommen und habe dann mit Project Cars angefangen. Ja, ist auch relativ jung. Boah, okay. Und dann habe ich einen Driving Force GT irgendwie Dezember 2015 bekommen und dann ging es los mit Project Cars und mit ETS 2, tatsächlich, das, ja, also das war kein Rennspiel, aber ja, also ich habe schon relativ jung angefangen, doch. Einfach, Tobias Pfeffer ist einfach die Trucker-Legende. Der schnellste Auslieferer bei ETS 2, Junge. Ja, das war tatsächlich immer das Ziel, weil damals konnte man ja dann die Geschwindigkeitsregelung noch
ausstellen tatsächlich online und dann konnte man da wirklich mit 180 über die Autobahn LKW ballern und das war echt, das war schon lustig irgendwie. Ja, das geht, glaube Ja. ich. Geht das heute noch? Ich weiß das gar nicht. Nee, ich glaub nicht. Die haben Ja. das mal ausgestellt, weil ich glaube, viele wirklich mit 180 dann irgendjemand anderen reingekracht sind. Und man hat, das Problem ist, dass die sind ja auch dann teilweise, haben sich überschlagen, wenn du in die Kurve reingefahren bist. Und auf der Landstraße konntest du ja auch richtig schnell fahren. Ja. Und dann hast du auf einmal ein Triple Salto und in die Luft irgendwie geflogen, weil die Physik ja auch ganz komisch waren. Und ja, deswegen, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Aber dafür gibt es irgendwelche Busse jetzt, habe ich letztens gesehen in dem Spiel. Ich Ja. weiß nicht, ich fahre immer Singleplayer einfach die längste Route und gib ihm. Ja, Fertig. ich hab's echt lange nicht mehr ausprobiert. Ja, du hast ja jetzt auch andere Aufgaben. Also du bist Ja, ja, du ich hast ja dann 2015, hast du gesagt, dein Lenkrad gekriegt. genau, also nicht nur hauptsächlich wegen EDS, sondern auch Ja. Project Cars und AC. Also ich habe hauptsächlich habe ich tatsächlich angefangen mit Project Cars sogar. Also ich habe wirklich Project Cars sehr, sehr viel gespielt. Boah, ich glaube 2016 war ich dann an einem Geburtstag von einem Freund, sind wir wieder Kart gefahren und dann habe ich so langsam gemerkt, so ich habe richtig Bock, irgendwie mal Rennen zu fahren. Also halt so im Simracing halt generell ist ein bisschen ernster. Oder generell was Gescheites auszuprobieren im Gegensatz zu Project Cars, weil Project Cars war ja also irgendwie sowas dazwischen und dann habe ich halt Assetto Corsa mir geholt und ja, habe so damit angefangen, wie viele haben halt mit Mods irgendwie rumgespielt und so weiter und dann ging es halt irgendwie so weiter. Es war jetzt nie so, also 2016 bis 2019 war das eigentlich so mehr so aus Spaß, einfach ein bisschen Mods installieren, mit Freunden irgendwie ein bisschen rumfahren und so weiter. Genau. Okay, aber du bist jetzt auch in der Zeit noch keine Ligen gefahren Nee, oder? absolut nicht. Absolut nicht. Also das war wirklich nur aus Spaß. Also wirklich Mods installiert und dann mit Freunden, vor allem bei mir zu Hause, ich hatte dann einen Driving Force GT und einen G27 und ich hatte sogar zwei Computer schon 2017. Ja, ich habe mir von meinem eigenen Taschengeld habe ich mir einen Computer gekauft. Okay, Bin krass. ich ganz, ganz hyped drüber. Und dann haben wir zu zweit im Zimmer halt, ich und ein Freund halt immer Nordschleife oder irgendwie so oder halt irgendwelche Mods oder irgendwie so gegeneinander gefahren. Das war echt lustig tatsächlich. Ey, was eine geile Kindheit, ey. Ja, das war, also ist zwar komplett was anderes, aber Ja. das war schon echt cool so. Also. Das stelle ich mir richtig gut vor. Also wahrscheinlich Ja. den noch so mit übernachten und so zusammen und Ja. dann gib ihm. Geil. Es war halt. Dadurch, dass ich halt auch von so einer Minecraft-Zeit damals gekommen bin, war das halt so dieses zweite LAN-Spiel sozusagen. Also man hat halt dann so eine LAN-Party mäßig gemacht. Also es war nicht so groß, aber Ja. ja, es war echt lustig tatsächlich. Geil. Und dann bist Ja. du 2019, hast du ja gesagt, so jetzt machst du mal Angriff oder war das mehr so ein Zufall? Das war echt auch ein richtiger Zufall tatsächlich. Also ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich war mit einem Grütze hieß der auf Steam. Ich weiß nicht, wer es ist tatsächlich mittlerweile, aber ich bin mit ihm öfters mal Nordschleife gefahren Hm? und dann habe ich irgendwie so einen. Ich war auf dem German Sim Racing Discord und dann habe ich so ein Rennen gesehen, so 8 Stunden Silverstone und ich war so, ja, ich habe da irgendwie schon mal Lust drauf zu fahren und das waren halt so ein GTE-Rennen mit einem Porsche RSR. Und dann habe ich ihn halt gefragt und dann sind wir halt, ich glaube, also sind wir halt zu zweit dann 8 Stunden Silverstone gefahren. Es war zwar nicht erfolgreich, aber. Ja. Es war halt fürs erste Rennen, würde ich sagen, schon nicht so schlimm. Also, aber es war wirklich, es war, also es war nicht geplant oder so. Es war, ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist, aber ich habe irgendwie einfach so passiert. Vor allem, ich bin noch nie Silverstone davor in meinem Leben gefahren. Also ich hatte, es gab keinen Grund, warum ich Silverstone fahren sollte, so ein Siegerrennen. Also ich weiß nicht, wieso, dass ich es gewählt habe, aber es war, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung. Das ist einfach so, wenn du das jetzt gerade alles so erzählst, das klingt halt alles so, naja, du, dann habe ich mal das hier gemacht, dann fand ich das eigentlich mal ganz nett und ach ja, dann habe ich hier nochmal reingeguckt. Das Ja, ist weil es schon halt irgendwie wirklich, cool. ja, also vor allem mit so 14 Jahren hat man das ja wirklich nicht so, also es war halt 2019 März, hat man das nicht so ernst genommen. Das war Ja. halt, ja, probier's jetzt mal aus. Und nach den 8 Stunden Silverstone-Rennen bin ich, glaube ich, noch GSR so in Formel 3-Serie mitgefahren und dann ging's los mit ACC tatsächlich danach im Mai 2019. Also bist du denn einfach nur ACC gefahren oder hattest du denn auch ein Ziel? Das war auch, also ich bin ACC gefahren, weil es ja neu rausgekommen ist. Also ich habe das Spiel ja schon tatsächlich seit Release vom Early Access, also seit 2000, ich glaube 2018 ist es rausgekommen. Ja, genau. Und
2019, dann im Mai ungefähr, habe ich mir dann gedacht, so, ja, probierst es mal aus, weil viele meinten auch in der AC-Bubble, also in der Assetto Corsa, so, ja, das Spiel ist halt nicht so cool, es gibt keine Nordschleife, AC ist viel, viel besser, aber ich wollte es halt irgendwie ausprobieren und dann wurde mir schnell klar, dass ich eigentlich gar nicht mal so langsam bin in AC tatsächlich. Also ich sind Nürburgring gefahren, da war ich nicht so schlecht. Also das waren aber immer so Community-Rennen, also das waren damals, gab es halt, ich weiß wirklich nicht mehr die Namen, aber da gab es so einen Twitch-Streamer, der hat dann immer so Commentaries gemacht, so zu einfach nur so Rennen, so Online-Rennen, ja. So random, ohne irgendwie sich anzumelden oder so. Und dann bin ich da halt immer mitgefahren und ich war gar nicht so langsam. Also deswegen habe ich so ein bisschen Ehrgeiz dann bekommen. Okay, also hat er dich quasi entdeckt oder? Nee, das war wirklich, also ich glaube nicht, also ich bin einfach nur rumgefahren, aber ich habe mir halt immer so gedacht, ich möchte Erster werden. Ich ja. Weiß, ich weiß nicht wieso, aber ich habe in meinem Kopf immer gedacht, so, es kann nicht sein, dass ich nur Platz 5 bin oder so, weil ich, also seit Kind auf, also seit, mein erstes Wort war BMW, so, also ich meine, das ist wirklich komisch, dass ein Kind sein erstes Wort BMW ist, aber es war halt bei mir so und da habe ich mir immer so gedacht, so, ich kann doch nicht jetzt meine ganzen 15 Jahre oder 14 Jahre Autos gemacht haben, aber nie schnell sein. Und ich muss doch irgendwas können. Und dann, ja, keine Ahnung, habe ich halt so viel trainiert, dass ich halt gut bin. Also, das ist halt, ja. Hatte halt einen Ehrgeiz irgendwie. Ich habe halt an mich geglaubt. Das glaube ich, so das, ja, der Schlüssel dafür. Wie sieht es dann mit deinen Eltern aus so? Haben die dich dabei unterstützt und das gefeiert, oder? Ja, also die haben das auf jeden Fall gefeiert. Vor allem mein Dad hat das damals auch schon gemacht. Also der ist, deswegen bin ich ja eben dazu gekommen. Der ist ja schon PDU2 mit mir gefahren oder dann auch Race Room ist er viel gefahren und dann zum Ende auch Assetto Corsa. Also er fährt jetzt nicht mehr, aber halt damals. Und er war auch da gar nicht so schlecht und er hat mir dann immer so ein paar Tipps gegeben, was ich machen sollte und so weiter. Und dann, cool. Ja. Heute fährt er nicht mehr? Genau. Nee, leider nicht. Also er ist zwar letztens bei mir gefahren, Nordschleife, und er meinte so, er muss jetzt vielleicht mal wieder ausprobieren, aber also momentan nicht. Ja, aber er hat ja noch Lust scheinbar. Ist Lust auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder, der mal Autos mochte, glaube ich, dem vergeht das nicht einfach so. Nee. Ich würde nicht auf einmal sagen, so, ich habe keinen Bock mehr. Also das wird ja trotzdem irgendwo bleiben. Ich glaube, es ist einfach so eine kleine Pause. Ja, oder? Die Pause geht jetzt schon ein bisschen länger. Ja gut, vielleicht hat das aber auch einfach an dich dann abgegeben, so, weißt du? Und er das ist kann jetzt, auch sein. Und er lebt das jetzt durch dich weiter. Ja, ich meine, er kann ja machen, was er will. Aber er hat mir auf jeden Fall ein paar Tipps gegeben und es war echt hilfreich. Und er hat das auch echt verstanden. Also meine Mutter genauso wie mein Dad hat das, die haben das vollkommen verstanden und eigentlich direkt halt, ja, mich unterstützt dabei. Wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, weil es gibt ja auch viele Eltern, die sagen, mach deinen Computer aus und das ist Quatsch und was weiß ich. Aber ja, die haben da schon ein bisschen nachvollziehen können. Und dann, wer hat dich entdeckt, Tobias? Wer hat zu dir gesagt, so komm, jetzt fährst du bei uns dauerhaft? Wer war das? So richtig professionell ging es eigentlich mit T3 eSports los. Also professionell, aber es ging mit T3 eSports los, also T3 Motorsport. Das war ja ein Team, was damals auch in echt gefahren ist, bei ADAC GT Masters und dann später auch bei DTM. Die gibt es ja mittlerweile jetzt leider nicht mehr, aber genau, die waren halt auch interessiert am eSports und das war halt dann Ende 2019. Und die dann halt eben gesagt haben, dass ich ja nicht so schlecht bin und sie mich gerne im Team hätten. Genau, dann bin ich da halt gefahren. Einfach so. Keine Auflagen, kein gar nichts, was bist du denn? Das war tatsächlich wirklich echt sehr frei. Also ich meine, ich war da 14 und es war jetzt nichts Vertragsgebundenes, weil ich eben kein Geld oder so irgendwie dergleichen bekommen habe. Ja. Sondern es war halt mehr so ein, wir schauen jetzt erstmal, was passiert und wir waren halt mehrere Leute, haben halt eben Unterstützung bekommen von denen, auch mit MoTeC, Telemetrie, damit wir es halt besser verstehen können und so weiter, weil du bist kein Ingenieur und so weiter, also das passt halt nicht, also ja. Ein Ingenieur hat halt schon ein bisschen mehr Ahnung bei sowas.
Genau, und dann haben wir halt mit denen ein bisschen zusammengearbeitet und ja, also es war halt jetzt nichts, dass ich irgendwas bekomme dafür, aber es war halt, ja, man konnte sehr viel lernen. Vor allem, wir haben halt auch mit den echten Fahrern was zu tun gehabt. Also, die sind ja teilweise bei uns dann gewisse Rennen mitgefahren. Also bei T3, die haben ja sogar so Ligarennen veranstaltet und dann sind die echten Fahrer mitgefahren und so weiter. Cool. Ja, das war echt ganz cool. Da hast du ja wirklich schon echt eine sehr, sehr gute Förderung gekriegt am Anfang. Ja, vor allem, es war halt eigentlich schon. Also, ja, ich würde schon sagen, dass es sehr gut war. Also, ich meine, erstmal so die Leute zu bekommen, die dann mit dir fahren, weil ich meine, wenn du jetzt in Simracing anfängst, kennst du ja keinen, du fährst ja meistens alleine. Und dann so ein Team zu kommen und gemeinsam zu trainieren und so weiter, macht's halt deutlich besser. Vor allem, die Leute waren mega nett. Also, ja, das war eigentlich schon eine gute Entscheidung tatsächlich. Seid ihr denn schon zusammen Endurance-Rennen gefahren oder war das jeder für sich selber erstmal? Nee, wir sind auch Endurance-Rennen gefahren. Du fragst mich jetzt aber Sachen, ich weiß nicht, welche Rennen. Also wir sind abgefahren gefahren. Ah, bei Also diese Duki. abgefahren, ja, bei Duki in der abgefahren Liga. Am Anfang tatsächlich sogar noch alleine, aber da gab es dann, ich glaube, Ravanol Challenge hieß die oder so. Da gab es dann, konnte man mit zwei Fahrern fahren. Genau. Und sonst, ich glaube, so ein Simgrid-Rennen gab es auch noch. Genau. So beiläufig vor Ja, oder vier. ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was es war. Entweder war es ein, ich glaube, es war ein Simgrid-Rennen. Ja. Ja, genau. Hast du denn zu Aber der Zeit das. schon was gewonnen? Ja, halt so, halt die abgefahrenen Ligarennen, also habe ich schon gewonnen, doch. Also nicht alle, aber ich war jetzt nicht schlecht, würde ich sagen. Also ich habe schon ganz gut abgeschnitten, doch. Genau. Und dann gab es noch VCL-Liga hieß das. Das wurde von Hannisse. Ja. Ich weiß nicht, ob es denn, also vielleicht, ob du ihn kennst, ich weiß es nicht. Ja. Er hat das auch veranstaltet, da bin ich auch noch mitgefahren, nebenbei. Genau. Das war eigentlich so die zwei Ligen, die mit denen ich angefangen habe. Okay. Aber wer hat dich denn jetzt endlich da rausgeholt? Wer hat dich denn zu dem gemacht, der du heute bist? Meinst du jetzt der mich entdeckt hat, um mich zu T3 zu bringen? Oder meinst du jetzt. Nee, Weil. das, wo du richtig Fahrt aufgenommen hast. Weil da warst du ja noch undercover unterwegs. Man kannte Pfeffer, klar. Bei Also T3? es war ja immer Pfeffer Ja. und Schöninger, die alten Logitech-Fahrer so. Also man kannte das ja, ihr wart ja Ja, das war aber beide. tatsächlich alles noch vor Schöninger. Schöninger ist, das ist ein Jahr später Ja, erst, das Schöninger ist passiert. ja noch später gekommen, genau. Und du Ja. warst ja schon viel früher drin, aber irgendwann kannte man euch beide ja als diese Logitech-Fahrer. Die Ja, jungen, die genau. sehr jungen Wilden. Ja. Ja, aber so direkt so eine Schlüsselperson gab es eigentlich nicht. Also es war wirklich. Also ich bin ja T3 dann gefahren und es war auch SRO-Saison und erste SSO-Rennen, das SSO-Charity-Event. Ich glaube, ich sogar. Ich weiß, ich glaube, ich bin von Pole sogar schon gestartet und bin dann Platz 2 in dem Rennen geworden. Ja, ich glaube, es war so. Und dann war auch SRO-Rennen, da bin ich auch noch unter T3 gefahren und danach bin ich verschiedene Hotlaps gefahren und ein paar Rennen und da hat tatsächlich dann Giorgio, ja, Giorgio Simonini, hat mich dann gefragt, ob ich nicht für die aushelfen kann für das SimGrid World Rennen, das 24-Stunden-Spa-Rennen, weil die noch einen Fahrer braucht. Ja. Und dann bin ich das erste Rennen bei GTWR gefahren mit Jordan, ja, mit Jordan, Francesco Dondi und Stazenko bin ich gefahren, genau. Also eigentlich hat mich so Giorgio reingebracht in diese. Ja, doch professionelle Schiene. Also da, wo man dann noch Geld verdienen kann. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass der Name hier fällt in diesem Ja, Podcast? ich glaube, bei Niklas ist das auch gefallen, Ja. oder? Ja. Der hat scheinbar einen Riecher, der Bengel. Ja, ich meine, Giorgio war ja auch Teammanager von GTWR. Also ich meine, er muss ja immer ja, die Augen offen halten und sein, oder ja, es war halt auch ein Stil, so ein Academy-Team aufzuziehen und halt ein richtig gutes E-Sports-Team draus zu machen. Ja. Deswegen, also er hat ja auch Whitehead und so weiter. Zwar auch mit meiner Empfehlung, aber er hat halt eben so welche Leute halt auch ja, in die Teams reingebracht. Genauso wie Dennis, also. Das ist ja quasi eine GWTR, ist ja eine Talentschmiede quasi. Es war damals, vor allem wie ich und Jordan und
Satsenko waren halt, und Giorgio auch, waren halt ein Top-Team und viele konnten halt auch davon lernen einfach. War halt schon top dann. So 2000, also es war halt schon 2021, wo ich dann schon ein bisschen mehr reingekommen bin in das Ganze. Ja, genau. Weißt du noch, wie du abgeschlossen hast oder ihr abgeschlossen habt bei dem Sparen? Ja, wir waren Erster. Wir haben sogar den Zweiten überrundet oder so. Das war echt krass, weil der Audi ging richtig gut und wir waren echt sehr, sehr schnell, ja. Wow! Also, ja, das war eh so richtig wild, weil wir hatten kein Regensetup in dem 24-Stunden-Rennen und Stazenko hat sich, glaube ich, an dem gleichen Abend vor dem Rennen noch hingehockt und ist, glaube ich, bis 4 Uhr in der Nacht gefahren, hatte nur 3 Stunden Schlaf oder so. Und ja, das war echt wild. Aber es hat sich ja scheinbar dann irgendwie ausgezahlt. Und das Auto war auch echt, echt sehr gut. Wir waren halt da an dem Tag echt auf einem anderen Level, muss man dazu sagen. Aber von allen, also von Jordan, von Stazenko. War schon echt ein cooles Erlebnis mal, ja. War das dein erstes 24er? Ja, ich bin, boah, ich bin schon so viele gefahren. Ich glaube, es könnte sogar echt sein, dass es sogar das erste war. Weil es gab davor kein richtiges 24-Stunden-Rennen. Nicht schlecht, Herr Specht, Junge. Ja, aber vielleicht liege ich auch falsch. Aber ich glaube, ich bin davor kein 24er gefahren. Nee. Weiß ich nicht. Aber also, nicht in der Größe. Also nicht in der, nee. Aber ich sag mal so, nicht viele können von sich behaupten, dass sie mal 24er gewonnen haben. Im World Cup. Ja, Gott sei Dank war es ja nicht nur das einzige Mal, wo ich einen 24er gewonnen habe. Huh. Aber es war halt, ja, also es war fürs erste Mal war es echt richtig cool. Wie alt warst du? 15? 16? 16 war bist ich. Da war ich 15. 15 so 2020, Ende 2020 ungefähr. Wild. Ja, es war echt, also ich bin dann nicht davon ausgegangen, dass ich es gewinne, aber es war. Ja, alleine die Ausstellung. Stazenko ist bis jetzt ein Top-Fahrer, Jordan ist ein Top-Fahrer und ja. Ich bin jetzt auch nicht so schlecht. Oh. Ja, es war halt eine gute Ausstellung. Ja. Geht schon. Ja, wenn ich überlege, was ich mit 15 gemacht habe, Tobias, ne? Ich lasse das gerade so alles mal Revue passieren, so meine Jugend. Das ist schon, du hast echt schon eine sehr blühende und schöne Jugend, was du so alles erlebst. Ja, ich bin auch mega dankbar dafür. Also, ja, wenn man jetzt daran glaubt, dass das Talent einem gegeben wird, sobald man geboren wird, dann ist das auf jeden Fall, ja. Also ich bin dankbar dafür, dass ich sowas machen darf. Das ist ja. Echt. Naja, also ich sag mal so, hast ja auch nur ein paar Sachen hast du ja auch verdient, nicht? Also ja, ich meine, von nichts kommt nichts, aber ja. Ich meine, wenn ich jetzt 8 Stunden pro Tag in FIFA jetzt investieren würde, würde ich trotzdem nicht so gut sein wie die FIFA-Pros so. Das ist halt immer so, ob man es halt überhaupt schafft dorthin. Ja. Das ist immer. Ja, da bin ich mega dankbar dafür, dass ich das schaffen darf, ehrlich gesagt. Wie ging die Reise denn weiter? Ja, also bei GTWR nach dem 24er hieß es, es war ein gutes Rennen, war gute Performance, wir wollen dich. Ja, könnte man meinen. Also ich habe halt überzeugt, muss er dazu sagen. Und dann bin ich zu denen. Ende 2020 und wir sind dann 2021 sind wir dann SO Esports gefahren für RG tatsächlich schon. Genau, und für Scientolog in den Endurance-Rennen mit Giorgio und 2 iRacing-Fahrern, meine ich, waren das, genau. Und dann, also 2021 sind wir dann noch World Cup gefahren, das war dann aber nicht so erfolgreich wie die Saison davor leider, weil auch technische Probleme dabei waren tatsächlich. Also ich glaube, bei mir ist ein Pedal ist mal ausgefallen, dann ist das Lenkrad ausgefallen, dann ist die Rebase ausgefallen oder so. Also das war wild. Das war echt sehr wild. Genau. Also das waren eigentlich so die Sachen. Und dann anschließend, Ende 2021, bin ich dann sogar schon R-Faktor in Virtual Le Mans gefahren. Warte mal, da warst du auch dabei? Ja. 2021 im LMP2, ja. Das war ja echt so ein bisschen, also das ist ein bisschen schwer zu erklären, weil man denkt sich so, okay, GTWR, aber GTWR war ja das Academy-Team von RG 2021. Ja. Und deswegen bin ich auch SRO dann gefahren für RG und anschließend bei R-Faktor dann nicht unter RG gefahren, sondern unter Panis Racing. Ja. Weil das
glaube, irgend so ein Partner war von denen. Und ja, die sind halt LMP2 gefahren in echt, deswegen sind wir auch LMP2 gefahren. Okay, wie An der habt ihr da VMS. abgeschlossen? Ja, war okay. Also ich meine, das war bei mir halt echt ein bisschen. Also es war jetzt nicht überragendes Ergebnis tatsächlich, hatte aber auch wirklich echt seine Gründe, weil das war echt September 2021, habe ich angefangen mit meiner Ausbildung. Und das war halt in München und nicht bei mir zu Hause. Und dann, Ja. ja, das war halt echt eine Umstellung von Schule und ja, halt Realschule ist halt deutlich entspannter als wie 1,5 Stunden hinfahren und zurück und Arbeit und so weiter. Und da musste ich halt sehr, sehr viel lernen erstmal. Generell auch zeitmanagementmäßig halt. Ich meine, ich habe sehr viel in der Zeit gelernt, aber es war halt ja nicht perfekt, würde ich sagen. Deswegen hat ein bisschen das Training auch in der Meisterschaft runtergeleitet tatsächlich. Aber es war jetzt nicht schlecht, das Ergebnis. Also es war okay. Also würde ich es jetzt nochmal machen, würde ich mir behaupten, dass ich es auf jeden Fall deutlich besser abschneide, weil ich halt auch aus vielen gelernt habe. Ja. Aber wo du gerade Ausbildung sagst, bist du denn jetzt fertig mit deiner Ausbildung? Ja, bin seit 4 Monaten fertig. Das, ja. Ja, wie gesagt, zum Racing ist nicht immer alles Vollzeit und man muss sich auch ein bisschen anders da umschauen Ja. und deswegen, vor allem ist es deutlich sicherer, noch eine Ausbildung nebenbei zu machen, falls mal irgendwas sein sollte. Ich meine, zum Racing ist halt ein schnelllebiges Ding, wenn du irgendwann mal Ja. 35 bist und nicht mehr die Leistung abrufst, dann stehst du halt blöd da, wenn du keine Ausbildung oder ein Studium hast. Genau, deswegen habe ich eine Ausbildung gemacht und ja. Bin jetzt fertig seit 4 Monaten. Was hast du denn gelernt? Fahrinformatiker. Ach Mensch! Ja, alles am Computer. E-Sports am Computer, Arbeit am Computer. Aber es macht Spaß. Es ist eigentlich genau das, was ich will. Also. Das ist doch cool. Also hast du denn jetzt nebenbei, also du arbeitest jetzt nämlich an. Ja, ganz genau. Okay, aber dann Also, es war. Homeoffice, denke ich. Ja, ganz genau. Also, Ah. ich bin sehr froh, sehr viel Homeoffice zu haben, weil. Das spare ich mir auch sehr viel Zeit tatsächlich Ey, und weißt du mal, Energie. wenn du mal dran hast, du dann angefangen mit 16 Ausbildung, ja. Genau. Also direkt nach der Schule, direkt Ausbildung. Es war mir auch ziemlich klar, dass ich diese Ausbildung wähle, weil ich persönlich weiß, dass ich jetzt nicht unbedingt immer so der Handwerk, also ich würde nicht sagen, ich bin handwerklich nicht begabt, aber ich würde sagen, dass mir Fahrinformatiker deutlich mehr liegt. Also. Wir brauchen uns nur deinen Rig angucken und dann wissen wir, wie deine handwerklichen Fähigkeiten sind. Ja, wir reden nicht. Nein, so schlimm ist es nicht. Also es Ah, passt. Es passt, es okay. funktioniert, es hebt. Ja, aber ich bin einfach kein Mensch dafür, irgendwie auch, also irgendwie was Handwerkliches zu machen. Ja, ist ja nicht schlimm. Also Also, muss nee, ja nicht. Aber deswegen. das ist so, weißt du, so von den Erzählungen her, wenn man jetzt die letzten Sätze beziehungsweise Absätze, die du so reingehauen hast, hätte man jetzt gedacht, du bist mehr so der Gambal. Hast du Gumball Ja. seine Folge zufällig schon gehört? Nee, wahrscheinlich noch Nee, das nicht. habe ich tatsächlich nicht Okay, angeschaut. Ich kann mir nicht alles anschauen, Gumball aber. hörte sich sehr ähnlich an. Das war so, ja, Sim Racing, yeah, woo. Und dann jetzt manchmal so ein Jahr, so ein Orientierungsjahr. Meine Eltern sagen so, ey, das ist alles cool, was überhaupt alles gar nicht schlimm ist. Aber du hast ja nebenbei, also wenn das hast du ja jetzt so in den ganzen Erzählungen hast das ja weggelassen. Das heißt, du warst ja nebenher nicht nur da fleißig, sondern auch fleißig im realen Leben sozusagen. Ja, also ich habe meinen Abschluss 2021 gemacht, während, ja, vor VLMS, während der SRO-Saison und dann direkt Ausbildung. Ja, und bis jetzt, also ich habe, ja, also ich habe meine Ausbildung gemacht mit Abschlussprüfung und allem. Schön. Und jetzt Also, bist du, also ja. jetzt machst du aber beides immer noch Teilzeit Ja, quasi. ganz Also genau. Teilzeit E-Sport und Vollzeit arbeiten. Ja, ganz genau. Geil. Weil ich kann mir das zeitlich gut einteilen, deswegen passt das. Je nachdem, wie das halt dann die nächsten Jahre ausschaut, ob ich vielleicht auch mal was anderes fahre als SRO, man weiß ja nie, was kommt, Ja. muss man halt schauen, wie es dann zeitlich ausschaut. Genau. Aber dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, ziehe ich noch mehr den Hut vor dem, was du da so auf der Strecke abbrennst, mein Freund. Ja, es ist aber auch nicht so einfach immer gewesen, tatsächlich während der Ausbildung. Okay. Vor allem zeitlich gesehen. Du hast ja. Vor allem bei mir war es halt so, ich habe halt dann eine halbe Stunde länger noch zur Berufsschule gebraucht und so weiter. Und dann war Rennen an dem Wochenende genau ausreichend dann. Und dann hatte man weniger Vorbereitung. Man hat immer irgendwas anderes im Kopf gehabt. Und da war halt, also ich habe es zwar hinbekommen, aber es war halt so,
manchmal war es halt nicht on point, die Performance, und dann war man selber so, was soll ich jetzt machen eigentlich? So, ich kann eigentlich nicht besser, aber hätte ich halt mal mehr Zeit. Ich meine, das ist an für sich nichts Schlimmes und das muss man halt durch. Und jetzt hat es sich gebessert, weil ich halt jetzt mehr planen kann. Aber während der Berufsschulzeit war es halt immer so ein bisschen, ja, war es halt nicht immer ganz so einfach, würde ich sagen. Ich habe zwar alles hinbekommen, also meine Noten haben gepasst in der Berufsschule und so weiter. Das war ja natürlich Prio 1. Ja, aber es war halt manchmal, wenn man das dann vergleicht mit anderen, die dann halt Vollzeit fahren, so ein bisschen frustrierend, weil man weiß, dass man es eigentlich genauso gut kann. Okay. Vor allem die Vor-Ort-Rennen, also diese Sim-Pro-Rennen, waren nicht immer so einfach zu managen, wenn man Berufsschule hatte in der Woche, weil man musste am Freitag früh schon losfahren und da war halt Berufsschule. Also es war immer sehr, sehr tricky, das irgendwie hinzubekommen, tatsächlich. Gab es da nicht einen Freischein? Ja, ich habe tatsächlich immer mit meiner Arbeit geredet darüber. Und die also meine Arbeit war sehr, sehr gnädig. Also ich war sehr, also ich habe zwar einen Urlaubstag genommen und so weiter, aber normalerweise offiziell durfte man nicht unbedingt Urlaub nehmen in Berufsschulen aus Ausnahmen, aber Gott sei Dank waren die da sehr, sehr nachsichtig, wo ich echt drüber froh bin. Also ich kann mir echt nichts Besseres vorstellen, tatsächlich. Das ist echt. Gott sei Dank hat es am Ende alles irgendwie zusammengepasst. Ja. Mein Papa hat früher immer gesagt, wie es in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder hinaus. Ich glaube, du bist, glaube ich, schon so ein freundlicher Mensch, oder? So ein freundlicher Typ? Man kann es immer schlecht selbst beurteilen. Naja, aber das, was wir jetzt, wie ich dich kennengelernt habe, warst du immer freundlich. Und dann würde mich das ja nicht wundern, warum sollen die anderen Leute nicht freundlich sein zu dir? Ja, aber man kennt ja auch manche Leute, die dann sagen, nee, so steht das in den Regeln und dann machen wir so, Punkt aus. Dann hast du jetzt... Wir sind ja jetzt nicht bei SRO-Rennen, nicht wo Leute die Boxen abcampen, die Boxen einfahrt, um das zu reporten. Ja, nicht? Ja, das ist nicht meine Sache. Ich weiß. Ich wollte das nur nochmal wegen der Regularien, wollte ich da das machen. Du kannst ja mal mit Tobi so reden. Das ist nicht mein Ding. Tobi macht das? Vielleicht hat er das mal gemacht. Mm-hmm. Ich persönlich war auch nicht so hundertprozentig der Meinung, aber das, ja. Ach du. Aber ja, am Ende sind es Regeln. Ne? Eben, wollte ich gerade sagen, Regeln sind Regeln, da muss man sich dran halten. Wenn man, die sind dazu da, dass man die dann auch so anfechten kann. Von wo, also wie ging die Reise weiter? Wir sind ja noch nicht im Heute angekommen. Wir sind ja irgendwo bei 21 jetzt, 22? Ja 21, ja. 2021. Genau, während der Folge. Oh, dein Kabel. Mein Kabel? Ja, du bist gerade ganz dumpf. Hört man mich jetzt? Ja, besser. Ja? Ja, nice, danke. Perfekt. Okay. Genau, 2021 während der VLMS-Saison bin ich dann noch BMW SimLife tatsächlich gefahren. Also ich bin ja in ACC, also das gab es ja so Events von BMW. Bin ich halt mitgefahren in ACC, da sind wir M4 GT4 gefahren. Da bin ich dann Platz 3 geworden. Genau. Das so währenddessen noch und dann war es eigentlich, glaube ich, so fertig mit 2021 tatsächlich. Also mehr bin ich, glaube ich, nicht gefahren. Das ist ja auch nicht so viel. Ja. Also. Ja, es war ein wildes Jahr tatsächlich. Sehr viel passiert. Genau. Das Jahr danach war wahrscheinlich auch nicht weniger, oder? Nee, da war ja dann Teamwechsel und so weiter angesagt und sehr viel anderes passiert tatsächlich. Also wir sind ja Anfang des Jahres war ERWC. Ja. Und eigentlich war es gedacht, dass ich ERWC fahre, was dann aber irgendwie nicht der Fall war. Ich glaube, dadurch, dass der Vertrag bei GTW ja eh schon irgendwie zu Ende war, wollte ich halt unbedingt ERWC fahren. Und deswegen bin ich dann für Logitech G Altos gefahren bei ERWC. Obwohl ich das Team danach, also bin danach nie für die wieder gefahren, aber es war halt eben für ERWC, haben die noch einen ACC-Fahrer gesucht. Genau, und dann bin ich für die RWC gefahren, ganz kurzfristig. Und nach RWC habe ich tatsächlich, glaube ich, direkt René angeschrieben. Also, das ist für Unicorns of Love tatsächlich, dass ich wechsle. Das ist ziemlich random gewesen, weil ich war so, okay, ich habe keinen Vertrag für GTWR, wir müssen jemanden erneuern. Andererseits wollte ich mal was anderes ausprobieren. Und dann habe ich halt so mit René geredet und dann war so UL mehr so im Kabel.
man mich jetzt wieder? Ja, fantastisch. Es tut mir, wie lange nicht her? Ist nicht schlimm. Alles gut. Es tut mir leid. Es ist echt, ich weiß nicht warum. Ist nicht schlimm. Alles gut, passiert. Genau. Ist wieder. Nee, dann. Ist wieder. Nee. Du klingst immer noch sehr dumpf. Kein Stress, Tobi. Alles gut. Mach ruhig. Man kann es auch so machen. Können wir auch machen. Dann kannst du in Ruhe weiterreden. Wenn es so schlimm ist, ja, dann mach mal so, weil es macht da so Probleme. Dann kommst du nicht aus dem Konzept. Soll ich dir ein neues Kabel schicken? Wie viel Meter brauchst du? Ich weiß es nicht. Drei? Nicht lange. Ja, sowas. Es ist komisch, weil es ist ein neues Mikrofon tatsächlich. Es ist nicht so alt. Muss ich mal schauen. Ich war mit ein bisschen unglücklich mit Mikrofonen bis jetzt. Naja. Aber das ist gut, was du jetzt hast. Ja, das Headset-Mikrofon. Ich bin damit auch zufrieden. Ja, benutzt doch das. Ja, ich finde das andere, aber irgendwie hört sich besser an. Ich weiß ja nicht. Ist ein bisschen klarer, aber... Ja, egal. Dann machen wir so weiter. Ja, das geht. Genau. Also hast du bei René mal kurz 5 Packen Gummibärchen auf den Tisch gelegt und gesagt, nimm ich? Ja, ich habe ihm halt gesagt, so ich habe Bock, bei euch zu fahren. Und René meinte, ja, mach mal, passt. Also ich glaube, René war ja direkt interessiert, genauso wie ich auch daran interessiert war. Und es war eigentlich so auf einer Augenhöhe mäßig. Es war eigentlich echt top. Genau. Dann bin ich halt Februar 22 zu L. Da saß du, glaube ich, mit Schöni noch im Auto, oder? Ja, also ich bin mit tatsächlich, also wir sind, ich und Dennis sind ja bei GTWR gefahren und Dennis meinte, er will unbedingt mit mir weiterfahren und dann sind wir beide zu UL gegangen. Ja. Das ist aber auch eine wilde Kombi, mein Freund. Ja, vor allem, es war halt, also es war echt krass. Also es war sehr unerwartet, dass er mitkommt, weil ich habe eigentlich gedacht, er ist halt jetzt so tief bei RG drin, tatsächlich. Mhm. Weil ich bin halt VLMS gefahren und das war's. Dann ist halt Dennis eben für WC bei RG gefahren und dann habe ich gedacht, er bleibt da halt, weil ich meine, RG war zu dem Zeitpunkt ja auch kein schlechtes Team. Ja. Und er hat sich dann trotzdem dafür entschieden, mit mir zu fahren, was echt eine coole Sache war, tatsächlich. Also wir waren eigentlich so immer so ein Team, tatsächlich. War 21. 22. 2 Jahre seid ihr zusammengefahren? Ja. Also ein bisschen, also wir kennen uns, glaube ich, schon etwas länger. 2020, glaube ich, irgendwie, oder ja, 21 Anfang ungefähr haben wir uns kennengelernt. Ja. Also wir sind immer schon sehr viel zusammen gefahren, also gepracticed und so weiter und dann auch bei GTWR gefahren. Okay. Ich bin mit ihm zwar leider nie oft auf dem Auto gefahren, außer 2022. Weil er ja noch zu GTWR gekommen ist und da war es ja noch nicht so, also war es für George vor allem noch nicht so sicher, ob er jetzt auf Auto 1 fahren sollte mit uns auf dem Audi oder erstmal schauen sollte Auto 2 oder so, weil wir sind, glaube ich, zu dem Zeit Porsche gefahren in Dessau. Ja. Wie Audi und ja. Also ich bin bei GTWR, glaube ich, kein Rennen tatsächlich zusammengefahren. Aber das kam ja 22. Das kam 22, ja. Wie war 22? 22 war cool, eben, wie gesagt, Teamwechsel, dann erster Sieg in der SRO auf Donington. Und anschließend sind wir, glaube ich, dann IGTC 2022 noch P3 geworden in der Meisterschaft. Also es war ein gutes Ergebnis. Und man muss dazu sagen, wir haben noch 24 Stunden Spa gewonnen. Mal wieder. Danke. Und das war aber auch nicht das letzte Mal, oder? Wir kommen doch darauf später vielleicht. Ah ja, ich verstehe, Tobias, ich verstehe. Ja, ja. Alright. Genau. Nee, es war echt ein cooles Jahr. Vor allem, wir sind dann auch noch RWC gefahren und ERL, die Meisterschaften von VCO gab es ja auch noch. Da sind wir echt immer, haben wir immer gut abgeschlossen tatsächlich. Also es war echt erstaunlich. Wir sind, glaube ich, einmal in RWC sind wir Platz 2 geworden, neben Redline und wenn man das Format kannte, war das halt über 3 verschiedene Plattformen, also nicht nur ACC, sondern iRacing und R-Factor und es war echt cool zu sehen, dass wir so ein Team aus ACC gegen so einen riesigen Namen wie Redline tatsächlich ja kämpfen können und auch gegen Veloce und gegen Williams. Also, ich meine, Williams und Veloce waren ja auch ein Team, was nicht nur in ACC bekannt war, sondern auch in R-Factor oder iRacing.
Wir haben es trotzdem irgendwie hinbekommen. Das war echt, ja, war cool. Hey, ihr seid fleißige Buben, seid ihr alle. Ja, das war auch echt mal so ein schönes Erlebnis zu sehen, dass, beim zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass manche gedacht haben, ACC ist nicht so kompetitiv wie iRacing teilweise. Aber da hat man dann erstmal so gesehen, was eigentlich ein ACC-Team machen kann, tatsächlich auch in anderen Simulationen. Das war echt cool, mal zu zeigen, was wir so drauf haben. Weil vor allem bei Redline halt kein einziges Mal ACC davor gefahren ist. Also in keiner Meisterschaft in der SAO oder so dergleichen. Machen sie heute auch noch nicht, oder? Nee. Nee, jetzt nicht mehr. Die Nee. sind ja nur eher so VCO mitgefahren. Das Ja. war's. Oh, ist aber schön. Genau. 22. Was war denn 23 los? Ich überlege gerade. 23 hast du auch schon wieder Abriss gemacht, oder nicht? Ja, 23 war auch ein gutes Jahr. Wir sind, also es war ein guter Einstieg. Wir sind Sim Pro bin ich gefahren. Also SAO Sim Pro, die Vorortrennen. Habe ich, glaube ich, das erste Rennen direkt den ersten Sieg geholt, also Monza. Es war ein mega cooles Erlebnis. Also der steht sogar irgendwo hier hinten noch, der Pokal. Da Da, oben sind noch zwei Checks, oder? ja, der rechte ist. Stimmt, das habe ich gar nicht gesagt. 2022 habe ich sogar noch beim 24-Stunden-Spa-Rennen bin ich Zweiter geworden. Während des 24-Stunden-Spa 2022 bin ich Zweiter geworden, ja. Warte mal, in Das einem ist der anderen Check Rennen. da. Ja, das war auch so ein Vorortrennen. Ach so, du bist zwei. Ach, ah, du meinst das 23 gab es ja Reale. nächstes. Ja, Genau, okay. ja. Ja. Das ist dieser Check da, dieser weiße da. Nice. Und der Check ist von SimPro. Genau. Und da sind auch diese. Ich bin. Genau. Da sind die Pokale Ja, die gewesen. sieht man jetzt nicht ganz so. Ja, sieht man nicht ganz so, Aber aber. es ist geil. Ja, war echt cool. Vor allem das erste Rennen direkt erstes Mal Sieg zu holen und direkt ja, als erster in der Meisterschaft zu starten, war schon ein cooles Erlebnis. Aber das glaube ich. Oh. Ja, also es war dann immer so schwer, vor allem in der SAO dann so das beizubehalten, weil da auch andere Faktoren dabei sein könnten, die da ein bisschen reinspielen, außer nur deine eigene Leistung. Meinst du die Driving Standards zufällig? Nicht nur das. Ah, okay. Auch noch so ein paar Meinst Kilos, die du aufs Auto tun kannst, Ja, ich weil. weiß, man kann am Wochenende schon sehr schnell sehr fett werden, ja. Ja, es passiert halt. Ja. Mackie tut halt einfach schlecht im Ja, Simrack. ich, Also die, da wird das du. Auto auf einmal schwerer, so 10 Kilo. Das Restaurant zur goldenen Möwe, das ist es einfach nicht, Tobi. Das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Ich sollte es vielleicht lassen. Ja. Nee, genau, das war echt ein cooles Ding. Dann sind wir wieder 24 Stunden Spa-Sieger geworden, 2022. Ach ja, Vielleicht. Standard quasi. Ja, Kann also man ja schon vielleicht. sagen, schon Standard. Vielleicht war es dieses Mal nicht das letzte Mal. Munkelt. Und wir sind dann eben noch P3 in der Meisterschaft gewonnen. P2 in der Meisterschaft gewonnen, genau. Aber da war Schöni War. schon weg, oder? Da war Schöniger schon weg, ja, der war bei Williams in dem Zeitpunkt. Ja, das ging zügig. Da hattet ihr aber auch wirklich nur eine kurze Zeit zusammen, ihr zwei Hübschen, ne? Eigentlich schon, obwohl wir ein echt mega Team waren. Also Ja. ich hab die Zeit genossen. Und jetzt Weil seid das ihr war echt cool. Rivalen. Na, also. Naja, auf Ja, der auf der Strecke. Strecke Ah, schon. eher auf Auf der der Strecke. Strecke schon. Sonst, man sieht sich. Also ich, wenn ich zum Beispiel jetzt, war ich vor kurzem am Sachsenring, da sieht man sich, man ist ja eigentlich so Warst du bei der mehr oder DTM? weniger noch dran. Ja, war ich. Sehr Schön. spontan tatsächlich, ja. Ja, gut, dass wir uns Aber nicht da war auch getroffen da. haben. Warst du auch da? Ja. Mensch, wo habe ich dich nicht gesehen? Weiß ich nicht, wann warst du denn da? Samstag oder Sonntag? Ich glaube, Sonntag war es. Ja, dann war. Ein... Also, hast du dich mit Noah getroffen? Ja. Ja, Ja, nee, nicht ich mit. und Noah sind hochgefahren. Ach so, siehst du, ich war Samstag da. Ja, okay. Ja. Ich hatte nämlich nur gesehen, dass Noah ganz spontan da war, aber dann, Ja. Blöd. War ein Tag verpasst. Du, ist nicht so schlimm. Es wird auch das Nee. nächste Event geben, wo wir uns sehen. Sim Expo. Nope. Da bin ich Nein. raus. Nee, ich nicht. Aber das müssen wir Eieiei. hier nicht ausweiten. Das hat hier endlich, Nee. das hat hier nichts zu suchen. Nee, 2023 war echt ein gutes Jahr. Kann man sich nicht beschweren. Habt ihr Spa gewonnen in 2023? Ja. 24 Stunden Spa. Warte mal, 3 Jahre am Stück, oder? Ja, also ich Ja. meine, das eine 24 Stunden Spa war ja World Cup. Das Ja, ist ja nicht das genau. Offizielle. Ja. Aber man kann. Naja, 2021 habe ich nicht gewonnen.
2020, 24 Oh, Stunden, stimmt, zwar ja. World Cup. 21 war Tote Hose, mehr oder weniger. Obwohl ich da, glaube ich, auch, glaube ich, vom Pole gestartet bin, aber das gab dann andere Gründe. Audi war jetzt etwas schwer zu fahren. Ja. Ja, und 2022 und 23 sind wir 24 Stunden Spa-Sieger. Ja. Das Schöne ist ja, das kannst du dir alles in der Jansky-Doku angucken. Da bist du ja sozusagen von Unicorns of Love, gibt es ja die Dokumentation von Jansky. Da kann man das ja sozusagen mitnehmen. Aber jetzt kommen wir ja zum Knackpunkt. Ja. 24 ist Oh. da ja nicht drin. Was ist denn, Ja, das stimmt. erzähl mir mal was von 24, mein Freund. Ja, 24 war auch wieder ein sehr ereignisreiches Jahr. Also ich meine, ich bin, oder wir alle, also egal ob Niklas, Tobi, halt das ganze UL-Team ist dann zu Rennwelten gewechselt Anfang des Jahres. Ja. Vor der SRO-Saison. Was sehr, sehr spontan war. Und dann sind wir IGTC 2024 unter Mercedes AMG MSI gefahren. Also komplett neues Branding und komplett neu. Es war auch mal was anderes als nur für Unicorns of Love und Pink zu fahren. Ja. Genau. Also Und Tapetenwechsel tat gut. naja, an für sich war es ja die gleiche Organisation. Es war eigentlich alles gleich. Aber Ja. es war schon so, vor allem weil wir den Namen hatten, war halt so UL so eigentlich unser Teamname. Und es ist echt lustig, wie teilweise immer noch Leute zu uns sagen, wir sind UL. Es wird sich für mich auch nie ändern. Ja, es ist lustig, weil es ist jetzt schon 6 Monate her. Das wird sich für mich nicht ändern. Also ich werde euch auch in 3, 4, 5 Jahren noch so nennen. Ja. Ich akzeptiere das nicht. Weißt du, das will wieder in die Schwammrübe nicht rein. Ich kann das in meinem Kopf nicht akzeptieren. Ihr seid einfach Unicorns, fertig. Ja, es ist ja wirklich so. Wir haben ja da unter dem Namen sehr viele Sieger und auch sehr, waren auch sehr erfolgreich. Deswegen verstehe Ja. ich das schon, warum der Name so etabliert ist. Genau. Ist eigentlich marketingtechnisch nicht so clever gewesen, der Move. Nee, aber es gab andere Gründe, die Ja. ein bisschen das Ganze übertönt haben. Ja, auf Genau. jeden Fall. Aber dann sind wir eben unter Mercedes AMG MSI gefahren, also auch wieder unter Mercedes, genauso wie die letzten Jahre auch, Ja. 2020, 2023 und jetzt 2024. Und komischerweise haben wir da auch 24 Stunden Spa gewonnen. Ach Mensch. Das ist komisch, ne? So, Mensch, das was für eine. Nee, es war echt. Also ich hätte nie gedacht, dass, also schon beim zweiten Mal hintereinander gewinnen, habe ich mir gedacht, wie kann sowas denn passieren? Ja. Das erste Mal gewinnen ist schon so, wow, du hast so das erste Mal jetzt 24 Stunden Spa gewonnen, richtig 24er, das Ja. Offizielle. Das ist ein cooles Ding. Aber zweimal hintereinander war schon so, ja, okay, wenn man das jetzt schafft, so, das ist schon krass. Und beim dritten Mal, so vorm Rennen, habe ich mir gedacht, nie im Leben werden wir das jetzt zum dritten Mal gewinnen. Da wird schon irgendwas passieren, dass es nicht passiert. Aber wir haben es halt irgendwie geschafft. Also, es war echt, also ich hätte es nie im Leben gedacht. Aber es war echt cool. Das war mega Achievement. Dreimal hintereinander? Das Ja, war, einmal hintereinander. wer kann das von sich behaupten? Nicht mal das berühmteste GT3-Auto hat das hingekriegt. Das berühmteste GT3 Ja, der Auto? Grillo. Nicht mal der Grillo hat einen Ja. Trippelsieg. Das sind ja nur zwei, glaube ich, ne? Die Streak ist zwei. Oder täusche ich mich gerade? Ja. Ich bin tatsächlich nicht so tief in GT-Sport in echt drin. Ja, ich glaube zweimal. Aber korrigiert mich bitte. Es gibt da draußen Leute, die sind da weitaus bewanderter. Also Oh ja. ich glaube, also er hat mehr als zweimal gewonnen, aber die Streak war zweimal 2 Jahre hintereinander. Und dann ist sie ja kurz Was ja auch schon abgebrochen. krass ist. Ja, Also, auf jeden das Fall. muss man erstmal hinbekommen, echt. Ja. Ja. Ja, und dann sehr erfolgreiches Jahr bis jetzt sind wir noch EGTC-Sieger geworden. Also SRO EGTC. Haben wir die Meisterschaft gewonnen. Ihr seid jetzt eigentlich, Tobias, am Peak eurer Karriere angekommen. Das weißt du, ja? Weil In ACC, ja. ihr habt nämlich genau das gemacht, was ihr letztes Jahr in der Dokumentation angekündigt habt. Und das habt ihr, ihr habt jetzt quasi euren Mount Everest, habt ihr jetzt erledigt. Ihr habt da einen Haken dran. Ihr habt Ja, Williams geschlagen. klar. Also ich meine, was Größeres kann man in ACC nicht gewinnen. Also das ist so das Höchste, was du gewinnen kannst. Und das war schon, seitdem ich ACC fahre, war das das Ziel, irgendwann mal eine Meisterschaft zu gewinnen. Und es hat ja auch ein bisschen länger gebraucht. Also ich meine, 2020 bin ich gefahren, 21, 22, 23. Und 24 hat es dann endlich geklappt. 4 Jahre. Ja, Wovon du der drei ist Jahre nicht. Spar gefahren hast.
Ja, Spar gewinnen, das heißt aber nicht, dass man die Meisterschaft gewinnt, Ey, leider. aber weißt du, das kann nicht jeder von sich behaupten. So, also überleg mal, weißt du, das Witzige ist, du erzählst das immer mit einem Lächeln so, Ja. aber das, was ihr beziehungsweise du in den Jahren geschafft hast oder erreicht hast, sind so ungefähr so viele Leute. So Das viele. stimmt, ja. Und die fahren auch alle so viel. Ja, es gibt schon sehr viele, die so viel fahren. Das Ja. ist, gibt schon so ein paar, die sogar mehr Stunden haben als ich. Das ist krass. Also von daher, so ich ziehe auf jeden Fall den Hut vor dem, was ihr da so veranstaltet. Das ist schon wirklich krass, auch wenn ihr zwischendurch ein Rennen mal FIFA spielt on Stream, währenddessen ein Rennen läuft. Das habe ich euch übrigens noch nie verziehen. Wer hat das gemacht? Niklas? Ja, Niklas hat das mit irgendwem, hat er das gemacht. Ich weiß gar nicht warum, aber da, weil das war so lang, ich erinnere mich, es war irgendwas mit einem GT4 und das Rennen war wohl so bocklangweilig, dass sie dann einfach irgendwann FIFA gespielt haben. Ja. Na, okay. Aber nicht während der SO, das hätte mich sonst gewundert. Nee, weil da würdet ihr ja vom Teamchef einen auf den Deckel kriegen, denke ich. Ja. Da geht es ja schon ein bisschen um was. Nee. Also ich spiele kein FIFA während Rennen, aber ja. Nee. Darf ich Dass das mal Niklas bei. das spielt. Das war bei Jansky, Entschuldigung, dass ich damit. Das war bei Jansky drin, ich bin echt vom Glauben abgefallen. Du siehst halt so, das war irgendein Nürburgring-Rennen. Du siehst halt so das Rennen, Dreiviertel des Bildschirmes Ja. und oben dann so rechts in der Ecke ist so ein FIFA-Bildschirm. Und dann spielen die halt Aber FIFA währenddessen. Ich denke mir das so, habe what the ich fuck? aber gar nicht mitbekommen. Das habe Ja, ich nicht frag. mitbekommen, dass das echt. Aber ich muss echt mal fragen. Das war Das ist ein lustig. GT4-Rennen. Ja. Das ist echt lustig. Ja. Was ist denn jetzt geplant bei dir, Tobi? Für nächstes Jahr? So generell. Oder? Ich meine, jetzt hast du so ein Banger. Du hast jetzt so ein Banger, hast du in der Hosentasche? Was ist denn so der nächste Mount Everest? Oder sagst du jetzt so, nö, weiter will ich nicht? Ja, ich meine, so eine. Es ist schon echt eine sehr, sehr schwere Frage tatsächlich, weil, Mhm. wie man bekanntlich weiß, ist ACC jetzt auch im Endstadium angelangt, wo man auch sagt, so, ob es die SEO nächstes Jahr gibt, weiß man nicht hundertprozentig. Und was wird mit ACC überhaupt passieren? Und ACE, wo kommt der auch? Und man weiß gar nicht, oder ich als E-Sportler weiß gar nicht so hundertprozentig, was jetzt kommen soll oder was man machen soll nächstes Jahr. Also man kann sich halt wirklich nur darauf hoffen, dass irgendeine andere Simulation irgendwas Gutes macht oder ACC bleibt und halt SEO macht. Halt wirklich so, dass. Ja, es ist halt wirklich so. Es ist so hart, dass es sich anhört, aber man muss ja irgendwo sein Geld verdienen und auch irgendwo auf einem Level bleiben und kommt, vor allem mein Ziel ist es, auf dem höchsten Level zu bleiben. Also das ist Ziel Nummer eins für jedes Jahr wieder, dass ich das Beste aus mir mache und am höchsten, in den höchsten Meisterschaften, ja, mitfahren kann. Und deswegen muss man sich halt umschauen. Also es ist nicht, das heißt, ich fahre gar kein ACC nächstes Jahr, aber man muss halt schauen, was passiert. Ja. Man muss halt echt, nicht so wie die anderen Jahre, man muss halt jetzt echt die Augen aufhalten für was anderes. Neue VM-Season wäre schön, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, ich bin offen für alles. Es ist ja nicht so, dass ich sage, nee, das geht gar nicht, aber es ist halt. Man muss halt schauen, was passiert. Ja. Weil es wurde jetzt, glaube ich, auch announced, dass Motorsport Games nicht mehr so viel Geld hat. Also LMU schaut jetzt auch nicht mehr so prickelnd aus mit VLMS. Was ja auch eine Hoffnung war für viele ACC-Fahrer, dass wir VLMS oder so dann fahren teilweise, weil es ist halt eine gute Alternative zu SRO, falls es das nicht gibt. Ja. Was halt jetzt auch schlecht ausschaut, weil iRacing ja, glaube ich, die Lizenzen oder so kauft, wenn ich nicht. Also, die sind interessiert an WEC. Und ja, dann bleibt halt nur noch iRacing und Rennsport und hoffentlich irgendwie auch ACC übrig, obwohl halt ACC eben ausstirbt. Ja, auf Dauer gesehen. Weil das Ja. Spiel, ich finde das Spiel gut, aber es ist halt aus der reinen E-Sports-Sicht muss man sich halt umschauen. Ist ja auch völlig okay. Ja. Ich meine, mal ganz ehrlich, du hast ja den Mount Everest hast du abgeholt. Ja, obwohl ich nicht Nein sagen würde, nochmal SEO zu fahren. So ist es nicht. Ich bin dafür interessiert. Ja, aber ist doch Muss man gut. halt schauen, was nächstes Jahr passiert. Und wenn natürlich SEO ist, will ich es natürlich wieder gewinnen. Also wir wollen ja auf dem gleichen Level Na klar. weiter arbeiten. Aber finde ich Das ist das schön. Ziel. Finde ich gut. Aber jetzt mal, das interessiert mich jetzt selber mal kurz.
Du hast ja Klapperlenkrad früher gehabt. Hier, Logitech, auf was sitzt denn du jetzt gerade so? Jetzt ist es SumoCube Pro 2 mit einem klapperten Cube-Controls, was halb auseinanderfällt. Oh. Ja, es ist schon sehr, so, ist schon sehr oft benutzt worden, und Heusingfeld-Pedale, Ultimate. Ah ja. Ja, sogar diese, da gab es ja mal so ein Update, diese, wie heißen die, Plus? Ja. Ja, genau. Also ich habe die anfangs gekauft, die normalen, die alten Ultimates, und habe die dann upgegradet. Ah, nice. Hast ja doch schon ein Upgrade hingelegt. Aber du fährst, bist du, das muss ich jetzt kurz fragen. Schöne Grüße gehen raus übrigens an Niklas Huben und Krodonas. Bist du auch hier? Sitzt du auch auf der Motorhaube mittlerweile? Ja, ich habe damit angefangen. Ich war mit einer der Vorreiter bei sowas. Aber ich, pass auf, ich mach's bis heute nicht so extrem wie die. Ich sitze noch hinter der Windschutzscheibe. Die sitzen ja wirklich auf der Windschutzscheibe. Nee, also Niklas sitzt schon auf der Motorhaube. Ja, das stimmt. Der macht's extrem. Der ist Also ja ich noch weiter sitz, nach vorne gerückt ja. mittlerweile. Ja. Nee, also ich sitze noch hinter der Windschutzscheibe tatsächlich. Das hat doch. Mann, 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 Mann. Aber das habe ich schon 2021 gemacht. Ja, Im Audi. Also das ist schon lange her. aber gut, dass du das gerade ansprichst, weil dann haben wir jemanden hier, wo wir nachfragen können, warum macht ihr das? Das ist echt eigentlich, also es ist eigentlich ziemlich simpel. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Quota über die Curbs fährst, da ist ja so zum Beispiel bei, nach den S's ist so eine Hairpin auf diese lange Gerade runter. Da ist Ja. so ein Sausage Curb in ACC. So Ja. ein fettes Ding, so ein. Und das Problem ist das, wenn du jetzt in einem Auto sitzt, was tief, wenn du tief drin hockst, dann siehst du nicht richtig den Curb. Dann kannst du nicht hundertprozentig sagen, bist du jetzt perfekt an dem Sausage Curb dran oder nicht. Das ist eigentlich nur was Visuelles, damit dein Auge sehen kann, wo du jetzt zu 100% mit deinen Vorderreifen bist. Okay. Also, das ist halt echt ein Vorteil. Und zum Beispiel, wir haben 2020, kann ich mich sogar noch daran erinnern, das ist auch schon wieder 4 Jahre her, sind ich und Jordan Motorhaubencam für Bathurst gefahren. Also er ist im Lamborghini Esports Rennen, das erste Event von Lamborghini Esports in Bathurst, ist er mit Motorhaubencam gefahren, weil er dadurch besser sehen konnte, wie er down, also den Berg runterfährt. Das ist echt, ja, also das ist der Hauptgrund, dass man es besser sieht. Okay. Also nur, dass die Leute es mal gehört haben, weil, also, ne? Dass sie das mal einschätzen können. Ja, ich meine, zum Beispiel in Grunewald, ich weiß nicht, ob er es dieses jetzt noch macht, aber also letztes Jahr ist er noch in einer normalen Cam gefahren. Also er hat sogar noch das Lenkrad und alles gesehen. Der ist ohne Dashboard oder so. Also nicht Dashboard Cam, sondern wirklich die Cockpit Cam. Ja. Ist halt Geschmackssache auch. Aber du Aber hast halt mehr so, du musst halt mehr so, wenn du jetzt in der Cockpit Cam fährst, musst du halt mehr so ein Gefühl haben, wie das Auto, wie breit es ist und so weiter. Und wenn ja. du halt so ohne Cam fährst, da siehst du es halt auch. Ja gut, bei euch geht's ja um, bei euch geht's um Zaster und jede Hundertstel, also Das kann ist man. halt, man muss halt die Exploits auch ein bisschen finden. Ja, aber die FOV Police hat schon Anzeige geschrieben. Da wird mir immer, wenn ich das sehe, also ich mache mich auch wirklich, und das sage ich jetzt auch so, ich mache mich wirklich in jedem Jansky-Video darüber lustig. In jedem. Ist ja auch berechtigt. Aber die Entwickler von ACC lassen es ja auch zu. Ja, das Wenn man stimmt. jetzt wirklich, wenn man jetzt wirklich eine Simulation machen will, die wirklich hundertprozentig realistisch ist, dann müsste man sich eigentlich ein Beispiel an iRacing nehmen, die halt eben sowas nicht erlauben. Ach du, Niklas hat das, glaube ich, auch da schon hingekriegt. Ja, du kannst es jetzt zu einem gewissen Grad auch, Forcieren. aber ja, aber ich glaube, du kannst nicht auf die Motorhaube, oder? Oh, das sieht bei Geht das? Niklas schon sehr nah aus. Und bei Echt? Krodonas auch. Ah, ich habe lange nicht mehr iRacing ausprobiert. Ah Also ich ja, kann mich noch doch. daran erinnern, dass das nicht so einfach ging. Mit einem bisschen Mogeln geht das. Okay. Da kann man schon gut nach vorne rücken, Okay. wenn man das möchte. Aber ey, du, Hauptsache, wisst ihr, am Ende ist immer Hauptsache, ihr habt Spaß und ihr gewinnt die Dinger so. Und darum geht's ja. Kann mir auch nichts Besseres vorstellen, tatsächlich, als das mit dem Geld zu verdienen, tatsächlich. Also, Naja, das will ich. bist du jetzt mittlerweile Teilzeit oder fest angestellt? Nee. Nee, das ist ein selbstständiges Ding. Ja. Ich darf ja nicht während einer Haupttätigkeit wie mein vollen Arbeitsjob irgendwas noch nebenbei Vollzeit zum Beispiel. Oder Ja. irgendwie dergleichen. Deswegen, vor allem, wäre nur die Option Minijob, aber da ist das Geld zu viel. Deswegen ist Ja. die einzige Lösung selbstständig als Nebentätigkeit. Genau.
Ich muss wirklich sagen, Tobias, und das sage ich jetzt wirklich mit dem größten Respekt, ich finde es bemerklich, wie weit du mit 19 Jahren schon bist. Hier oben und in deinem Leben. Wirklich. Ja, das kann man halt schlecht über so schlecht selber beurteilen, aber ich bin froh, das zu hören tatsächlich. Also schon allein nur wie du, also ich hätte, sage ich dir jetzt so, nach einer Stunde, die wir jetzt hier miteinander reden, hätte ich dich niemals so eingeschätzt. Ja. Never. Also du bist echt wirklich ein sehr bodenständiger junger Mann, der schon ein bisschen was geschissen gekriegt hat in seinem Leben. Und nebenbei halt auch einfach noch so eine Rakete ist beim Fahren. Weißt du, ich erinnere mich noch, als wir Bathurst gefahren sind und du betrunken abends noch in den Dings gekommen bist. Kannst du dich da noch dran erinnern? An im Bathurst. Ja, da sind wir mit Biermann, Niklas, oh, irgendjemand war noch dabei, den kriege ich nicht mehr hin. Meine Wenigkeit und du. Du und meine Wenigkeit. Und da bist du abends betrunken noch ins Discord gekommen und hast gesagt: Hey Jungs, ich fähr so eine Runde vor dir. Daran Und kann ich was? mich nicht erinnern. Ja, da warst du Sternhagel. Ich Und ich kann denke mich mir so: daran nicht Okay, erinnern. witziger Typ so, geil, fetzt und so. Und dann bist du morgens auch noch gefahren und hast halt auch abgeliefert. Aber hätte ich im Leben nicht erwartet, dass sich der Mensch, der jetzt hier sitzt, sich dahinter verbirgt. Ja, das kann aber auch sein, dass das während Abschlussprüfungszeiten waren, oder? Also ich Also, irgendwann mein Abschluss Realschule, weiß ich so zu nicht. 100%. Also wenn das 21 war, dann war das irgendwie eine Feier oder so, dann Ja, nee, ach. was du gemacht hast, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall scheint es Spaß gemacht zu haben. Ja, also dann haben wir schon ein bisschen was getrunken, ja. Ja. Ja, wenn man jung ist, verträgt man auch Alkohol gerne mal ein bisschen besser. Oh, du, das ist im Also Alter, verträgt man das auch. Man muss nur üben. ja. Ich finde mittlerweile sogar, also ich trinke nicht mehr so viel tatsächlich, weil ich es echt merke. Also es klingt jetzt so richtig so alt, aber es ist wirklich, mit 16 habe ich es besser weggepackt irgendwie mittlerweile. Ich mache es eh generell nicht mehr. Also ich trinke echt sehr, sehr selten außer im Urlaub. Tja. Also während des Fahrens weiß nicht mehr. Nee, nicht Vor während allem des Feierns. jetzt nicht mehr. Du bist ja abends dazugekommen. Also du warst ja Ja, feiern ja. irgendwo. Aber Ja. es war witzig. Also es war auch nicht weiter schlimm oder so, sondern es war wirklich witzig. Ich habe mich daran nicht mehr erinnert. Ja, doch, Das ist, Niklas wird sich das. dran erinnern und Biermann wahrscheinlich auch. Ich weiß leider nicht mehr, wer noch dabei war. Wir sind Bathurst 24 Stunden gefahren. Ja. Und wir waren auch gar nicht so schlecht. Das glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, welches Rennen. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, dass wir überhaupt so ein Rennen gefahren sind. Ja, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Nee, wir haben uns das erste Mal kennengelernt. Das war Suzuka, glaube ich. Da sind ich und Niklas sind da ein bisschen Mercedes gefahren mit dir. Nee. Nicht? Nein. Was davor? Ich bin ein Rennen mit dir gefahren, Tobias. Eins. Und das war 24 Stunden Bathurst. Ich bin mit Niklas, bin ich schon, also mit Niklas, Nils, Basti, René bin ich schon einen Haufen Rennen gefahren. Mit dir bin ich ein einziges Rennen gefahren. Und in dem einen Rennen warst du betrunken. Deswegen weiß ich weiß das ganz genau. Ja, okay. Aber ist auch überhaupt nicht schlimm. Also das hat jetzt mein Bild zu dir nicht verändert. Aber das war so, Ich weißt hoffe du? es. Nein, absolut gar nicht so. Das ist alles tippitoppi. Jetzt ist es sogar noch viel cooler danach, das so zu erfahren, so. Ja. Das ist aber echt dann schon etwas länger her. Ja, das ist, ich fahre, guck mal, ich fahre schon selber ein Jahr nicht mehr. Also das ist bestimmt schon 2 Jahre her. Ich hoffe, das Krass machen wir dann. nochmal irgendwann. Tue. Also dann auch in iRacing. Wo, ey, ganz ehrlich, wo auch immer, Hauptsache wir fahren. Weil es war Ja, immer, auf die geht's. Rennen waren irgendwie immer alle witzig so. Egal, was da passiert ist. Das war ja Ja, wirklich vor so allem, Larifari. ja, vor allem, ich glaube, die Platzierung war ja auch. Wenn du meintest, dass sie gut war, dann. Ja, wir sind, glaube ich, sogar noch Vierter oder Fünfter oder sowas geworden. Dann, Also dafür, der dass wir Top. rumgepimmelt haben. Also wir haben ja wirklich nur rumgepimmelt, wir haben nur Scheiße gemacht, 24 Stunden. Das kann schon sein. Ja, du bist morgens Ja. bist du noch volle gefahren, das weiß ich noch. Hast du noch einen Abriss gemacht, so mit Kater? Echt? Ja. War's schon. Du bist wieder in der 4 oder 5 Stunden bist wieder gekommen, bist dann noch im Hagel, bist du noch gefahren. Ja. Ja. Ja, das hat schon irgendwie gepasst, genau. Ja, eben, es Was hat man jetzt gepasst, macht, wenn man so. jung ist, ja. Ja. Aber das ist schon schön. Mann, ich drück dir wirklich die Daumen, dass du nochmal wo was findest. Oder ihr gemeinsam was findet. Ihr seid wirklich echt ein cooles Team, muss ich sagen. Also Auf nach jeden außen. Fall. Intern kann man ja immer nicht einschätzen, ne? Katastrophe.
Nein. Nee, du weißt ja, wie ich das meine. Ja, nein. Also ich kann mich auch echt nicht beschweren. Also das ist echt, vor allem in der Ausbildungszeit hätte ich mir, glaube ich, echt nicht ein besseres Team wünschen können als das, was auch das Verständnis hat, dass ich einen Job nebenbei habe. Weil viele E-Sports-Teams doch erwarten, dass man sehr, 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 sehr viel Zeit investiert in Sim Racing. Ja. Genau. Wir sind halt eine große Familie mäßig. Wir sind Freunde, die zusammengefunden haben und froh sind, Sim Racing zu machen. Und das merkt man auch. Es ist einfach eine coole Atmosphäre, auch teamintern. Das strahlt nicht nur nach außen, sondern es ist auch intern so. Aber jetzt muss ich muss diese Frage jetzt stellen, weil es werden ja wahrscheinlich auch von den Einhörnern, ich nenne das jetzt einfach Einhörner, von den Einhörnern fehlen ja eigentlich nicht mehr so viele. Also Basti fehlt jetzt noch und Tobias. Ja. Ja. Nee, Nils fehlt auch noch. Nils Ja. fehlt noch und der alte Mann. Ich weiß aber nicht, ob der alte Mann noch da ist. Chris, oder? Ja. Der ist noch da. Na gut, dann fehlen noch ein, zwei mehr Leute, aber. Wir machen jetzt eine neue Kategorie Minigame auf. Wenn wir aus demselben Team Leute haben, dann stellen wir jetzt hier eine Frage. Wer ist denn, nachdem Dennis Schöninger ja das Team verlassen hat, wer ist denn jetzt dein Best Buddy? Auf der Rennstrecke, mit dem du am liebsten Boah, fährst. mein Best Buddy. Ja. Michi. Tauscher. Tauscher ist ja auch noch, stimmt. Ja, Der stimmt, das Tauscher, haben wir gar nicht ganz vergessen. Tauscher, der Hübsche. Ja. Mit Tauscher fährst du am liebsten? Ist halt, also, wir sind halt 2 Paar, ja, das ist halt lustig einfach zusammen. Ich weiß gerade gar nicht, wie schnell Michi ist. Na, ich meine, von der Schnelligkeit jetzt mal abgesehen. Es ist einfach lustig, mit ihm zu fahren. Er ist ein lustiger Mensch. Okay. Also, es ist einfach lustig, mit ihm zu fahren. Aber schnell ist er trotzdem. Ja, natürlich ist er schnell. Das ist jetzt keine Frage. Okay. Aber. Also kann er mit dir mithalten? Ja? Okay. Wenn er genügend trainiert? Nein, Ja, am Ende muss man dazu sagen, wenn alle sind ja eigentlich fast auf einer Pace. Also, es ist ja wirklich so, wir sind halt. Lass es in einem Zehntel sein, eineinhalb Zehntel. Es ist halt nichts. Und das kann halt wirklich, also im Rennen gesehen, ist es, du machst einen Fehler und man ist 2 Zehntel down. Also von daher ja. sind wir eigentlich fast auf einer Pace. Genau. Das finde ich gut. Tauscher also, ja. Ja. Das notiere ich mir mal. Ich muss, wir haben ja vorhin, also wir hatten ja mal mit Niklas darüber gesprochen. Das war ja auch mal angedacht, dass du mit im Raum sitzt. Dann stelle ich die Frage Niklas nochmal. Ich meine, mit Niklas und Tobi war es ja auch top in der Meisterschaft. Also ich fahre auch sehr, sehr gerne mit denen. So ist es nicht. Tobias ist auch, also Grunewald ist auch so ein Wilder, ne? Wie meinst du? Den kann ich gar nicht einschätzen. Also der bei dem, wenn der Tobias, übrigens, falls du das hier hören solltest, ne? Mach mal den Tobias Pfeffer. Slide mal in meine DMs. Den möchte ich auch gerne kennenlernen. Ich hab, Ja. das Ding ist, Grunewald ist immer bei mir, bis auf die Dokumentation, ist der bei mir komplett unterm Radar geflogen. Ich kannte den Namen, aber ich hatte nie ein Gesicht dazu. Und dann war ja VEM, habe ich ja gecastet mit den LFM-Kommentatoren. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, was das für eine Maschine ist. Ja, das ist richtig schnell, auf jeden Fall. Aber wenn man halt nicht so aktiv was mit Leuten macht, also vor allem, ich bin Gott sei Dank ja mit dir viele Rennen, also wir haben ja schon relativ viel zu tun gehabt, so Ja. ist es ja nicht. Und wenn man halt, ich meine, ich glaube, mit Tobi hattest du jetzt noch nicht so viel Gar zu nichts. tun, ne? Gar nichts, ne? Nö. Außer vielleicht mal auf der Ex, also vor 2 Jahren vielleicht mal gesehen Mal oder so. gesehen, aber das war's Ja, ja. nein, Nee, da habe aber ich dann ist nur, ja klar. auf der Expo habe ich mit Tauscher, glaube ich, ein bisschen rumgeflirtet. Der Hübsche. Ja, der ist ganz süß. Tauscher ist wirklich ein Hübscher. Ja, ja. Also ich meine, ihr nehmt euch alle nicht viel, muss man ja schon sagen, aber. Ja. Kleiner Hübschi. Hat einen guten Bizeps, nein. Ja, doch. Ja. Kann auch mal meine DMs sliden. Ganz, ganz Rennwelten slidet jetzt in deine DMs. Ja, na du, also ich meine, der Podcast muss leben. Eure Geschichten müssen Natürlich. erzählt werden. Also. Dennis Schöniger ist auch schon super interessiert daran. Ja, den habe ich auch schon auf dem Zettel. Ja. Den Schöni muss ich auch mal. Wobei mit Schöni bin ich ja schon. Nee, Schöni habe ich schon ein bisschen mehr. Ich kenne ja,
Also, was heißt, ich kenne Schöni, sein Papa war immer bei mir früher im Chat. Ja. Ja. Bonnermann hieß er, glaube ich, ja. Ja. Das war das. Bollerjan. Oder Bollerjan, Nee, ja. Bollerjan, ja. Ja. Da muss ich auch noch mal reinhaken irgendwann in die Thematik. Oh, das war lustig mit dem. Mit seinem Vati? Ja, der war immer im Discord mit uns und so. Ja. Bei Remo im Discord mit uns und mit Ich Dennis. glaube, der ist cool. Ja, voll. Mega. Also ich glaube, da hat Dennis schon echt einen guten Papi erwischt. Wobei, Ja, vor allem ich. ja, Ja. mach du. Nee, ich glaube, er versteht auch, was Dennis so macht im Motorsport. Also Sim Racing generell, weil sein Ja. Dad ja auch was im Motorsport zu tun hat. Das denke ich auch, ja. Das auch, stell dir mal vor, Alter, wie geil ist das? Dein Vati-Junge, der sagt dann so, geil, Junge, setz dich mal rein da in die Hütte. Ja. Und fördert das noch. Das ist echt cool. Auf jeden Fall. Aber es war ja bei dir quasi am Anfang auch so. Ja, ähnlich. Genau. Fantastisch. Ich habe gerade, ja gut, das hätte ich mal ausmachen sollen. Ich habe gerade, jemand hat hier kurz mal was ausgelöst. Ein Ton. Verzeihung in der Aufnahme, Freunde der Sonne. Und vielen Dank an denjenigen, der gerade YouTube abonniert hat. Ich habe das aus Versehen nicht ausgemacht. Tobi, kennst du das Minigame des Podcastes? Ich habe davon schon mal gehört. Ich habe mich tatsächlich nicht vorbereitet. Also ich Okay, hoffe, das ist ist nicht so überhaupt schlimm. nicht stimmt, das ist sogar sehr gut, weil wenn man die Leute Ah, kalt erwischt, dann passt das gleich ein bisschen besser so. Okay, pass ja. auf. Es ist jetzt hier folgendermaßen. Wir haben hier irgendwann mal das Minigame Kommentare schreiben eingeführt. Ja. Was bedeutet, du schätzt für dich selber mal ein, wie viele Kommentare dieses Video kriegen würde. Wenn du diese Zahl erreichst, dann kommst du in das Ranking der Gäste rein. Es gibt zwei Rankings. Oh Es Gott. gibt so die super populären Leute, die haben so ihre Ja. eigene Kategorie, weil du wirst ja mit Mavix Ja. nicht mithalten können. Und ich gehe Nein. mal davon aus, auch mit Huben nicht. Weil Huben streamt ja Ja, etc. Huben pp. streamt halt, ja. Ja. Also, du wärst quasi in der zweiten Kategorie der Nicht-Content-Creator drinne. Und da führt aktuell in der Kategorie Tim Heinemann an mit 163 Kommentaren. So. Das Ding Ja ist gut, ja, du man kann hast. aber auch mich nicht mit Heinemann vergleichen, weil er DTM fährt. Also Aber das du ist hast ja. Rücken. Du hast ja, guck mal, du hast Krodonas. Stimmt. Du hättest Krodonas, hast du am Stissel. Ja. Du hast Niklas am Stissel. Und eine gute Fanbase. Oh Gott. Du fragst mich jetzt Sachen hier. Wie viel hatte Heinemann nochmal? 162. Ich glaube, ich mach 86. 86? Okay. Damit bist du nicht letzter, auf jeden Fall. Ne? Damit Ja, bist wer denn als Letzter? Was ist denn das Wenigste? du. Ich glaube, wir waren irgendwann mal in der 50 oder in der 70. Sowas in dem Dreh. Echt? Ja. Ich meine, das sind ja auch nicht wenig Kommentare, je nachdem, wie Das viele Aufrufe das sind, ne? absolut, das ist super viel. Also, das ist einfach gigantisch viel. Ja. Wenn man sich das überlegt, so. Also für ein normales YouTube-Video sind so viele Kommentare jetzt nicht so schlecht. Nee, absolut gar nicht. Das sind richtig viel. Also 86? Ja. Ist das deine Zahl? Ist eine bewusste Zahl, ja, weil wir damit SRO gewonnen haben dieses Jahr. Mit der Auswahl Nummer 86. Dann, oh, das ist ja richtig, das wird ja quasi in der Tabelle, in der Scorecard wird das Tributzahl. Ja, vielleicht ist es ja, vielleicht ist es ja die richtige Zahl, man weiß es ja nicht. 86 kriegst du hin. Mit Rücken von Niklas und Cordona ist klar. Und Ich dann noch mach's der so Rest wie vom Jan Team. Biermann. Treff dann erstmal jeden an. Bitte unter dem Video kommentieren. Hat Jan das wirklich gemacht? Er hat mich, glaube ich, angeschrieben dazu, ja? Ah, der Lümmel, Alter. Jan zieht alle Ja. Register, Junge. Der hat richtig Bock, das Ding zu gewinnen. Ah ja, der geht da noch rein. Ja. Ich bin wirklich gespannt.
Aber ich sag mal so, wenn Boris, also LFM Boris, seins erreicht, dann ist eh vorbei. Also dann könnt ihr alle stinken gehen. Der hat Wie viel kommen? 1255 angesagt. Und wie viel hat Angesagt. er jetzt? Müsste ich lügen. Aber nicht. Nee, der ist da noch nicht. Okay. Ich glaube, er hat sich ein Ich habe bisschen schon sehr. gedacht, 1000 Kommentare, okay, so. Ja, also das wäre schon richtig wild. Ja. Also ich glaube, so schnell wird jemand, wird jetzt erstmal keiner kommen, der Mavix vom Thron stößt. Aber der hat, glaube ich, also dem gebe ich auch seine eigene Kategorie, das ist halt einfach unfair. Da kann ja keiner mithalten. Ja, ich meine, es ist. Also da, das ist ganz klar, dass ich da nicht mithalten kann. Vielleicht führen wir Aber irgendwann nochmal eine Bob ein. Eine ein Bob? faire Bob für das, damit wirklich alle vernünftig konkurrieren können. So eine Prozentanzahl pro Ja, genau. Zuschauer? Ja. Wäre eine Idee. Aber dann wird es schwer mit den Gästen, wie viele Kommentare man hat. Müsste man Ja. eine Prozentzahl sagen und nicht eine Anzahl. Ja, das stimmt schon. Wir müssen uns ja mal. Das ist ja so ein Prozess. Dieser Podcast wächst ja immer mehr. So, Ja, klar. es ist ja so ein Prozess. Aber vielleicht habt ihr da draußen ja eine Idee, was wie wir das boppen können, damit das fair ist, damit wir nicht Kategorien aufmachen können. Das wäre ja cool. Nicht, dass wir hier irgendwie eine SEO-Bob einführen, ne? Die nachher überhaupt gar keinen Sinn ergibt. So. Und dann ist wieder, also die Einhörner müssen dann wieder leiden unter der Bob oder so. Nee, Ach Quatsch. das haut ja nicht hin. Quatsch. Nee, halt Das war in nicht. der SAO auch nie so. Das ist die Nee. Bob einmal super. Ja, die Bob war immer fantastisch. Aber Leute, 86, ihr habt's gehört. Also, falls ihr Tobias Pfeffer genauso sympathisch fandet wie mich, wie mich ja, wie ich, dann rammelt mal das Ding voll. Das würde ich ihm wirklich gönnen. Bin ich ganz ehrlich. Gönne ich jedem Gast so, aber Tobi ist ein bisschen in mein Herz reingeschlittert jetzt. Das ist sehr lieb. Ja, Tobi ist ein Das bisschen ist in sehr mein lieb. Herz reingeschlittert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, bei mir auch, Sie. Ich habe nicht mal was erzählt in der Folge Nee, hier. aber ich kenne, wir haben ja sonst davor ja auch nicht so viel geredet, tatsächlich. Nee, Nee. aber ich möchte mit dir ein Rennen fahren, Tobias. Safe, bin dabei. Also Auf geht's. irgendwas Schönes, mal. So, mal ein Obwohl. LMP oder so. Ja, ich hab Bock auf iRacing auch, also so ist es nicht. Ich muss jetzt da eine Subscription holen und die Strecke und das Auto, aber ich hab Bock. Ich sag's, wie es ist, ne? Ich habe ja 20, 21, 22 und auch noch ein bisschen 23 jede Woche quasi einen anderen Mitfahrer gehabt, wo wir so aus Jux und Dallerei quasi gefahren sind, die kurzen bei LFM. Gibt ein Comeback dieses Jahr. Ja. Ja. Weil ich vermisse euch alle. ACC? Nee, nicht in der ACC. Nee, also das würde mich zu sehr ärgern. Ich fahre noch einen 24er in ACC, also das mache ich Ja. jetzt noch. Aber das würde mich sonst zu viel ärgern. Und ich möchte mich nicht ärgern. Ich möchte das zelebrieren, das Hobby so. Und ne, Ja, okay. da komme ich nicht mehr so rein. Aber da sehe ich uns in so einem richtig schönen Larifari-Rennen. Du und ich einfach ein bisschen rumblödeln. So Ja, nicht auf klar. Ernst angelehnt. Ja. Auf geht's. Also ich muss mal schauen, jetzt ist ja erstmal Expo und so weiter, aber dann Ja, das machen wir würde ich sagen. danach. Also Ja, Oktober klar. jetzt nicht mehr, aber dann im November, da sehe ich uns. Kann man mal schauen, ne? Na klar. Da haben wir ein Geil. bisschen iRacing gegondelt. Ja, Das kann es dann werden. das wird fantastisch. Ja, ich hoffe es. Ich Klar. weiß nicht, wie sich die LMP3s fahren in iRacing. Also LMP2 und 3 fährt sich wirklich schön. Ich fahre die echt Ja. gerne. Und das ist super viel mit Lift and Coast. Das heißt, das ist ja wirklich der Olymp des Gondelns. Das ist wirklich der Aber ich Olymp. bin nicht so der Gondler eigentlich. Du, denn ich gondel und spar den Sprit und du ballerst. Siehst du, guck mal, wir ergänzen uns Ja, fantastisch. perfekt. Perfekt. Siehst du, dann muss ich zwar Das gucken, wie viel Sprit ich sparen muss, damit das hinhaut, aber das kriegen wir schon hin. Das ist doch geil. ist echt lange her, wo ich das letzte Mal iRacing gefahren bin. Ich bin iRacing gefahren, da war nicht mal der 992 Porsche Cup draußen. Das Das stimmt. war 991.2, glaube ich, Porsche Cup. Also ich bin ja dann noch RWC so gefahren, aber so aktiv ein bisschen, so für 2 Monate bin ich so einen alten Porsche Cup immer gefahren. Das Ich Geile weiß nicht, ob ist. ich den überhaupt fahren darf. Ich habe so eine D-Lizenz gehabt damals. Ich kann Ja, meinen Porsche also. Cup ja schon fahren. Ja, du musst. Ja, klar, aber bei dir dauert das doch nicht lange. Ja, klar. Ja, Also das, weißt du, ja, nein, aber das das. sind so 3, 4 Rennen. Oh, ich bin aus Versehen Erster geworden. Also, ich sag mal so, du wirst am Anfang sowieso so viele Rennen gewinnen, weil du so richtig schnell bist, dass das denn so, das geht so, bup, 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 bup. Und 2 Tage später, oh, ich bin ja schon ein A.
Und irgendwie jedes Mal an jedem Rennen, die sind immer so 12 Sekunden hinter mir. Ich weiß gar nicht warum. Ja, obwohl ich dazu sagen muss, dass die D-Lizenz oder generell die Lizenzen ja eher über Safety. Xs und so, ja, Safety halt gesammelt wird. Ja. Ja, Muss aber man halt das kriegst schauen. du auch hin, wenn du vorne, wenn dich keiner bedrängt, dann. Oh, die Track Limits sind wild in iRacing, das weiß ich. Ja, das stimmt. Da muss man aufpassen. Aber Das sonst stimmt, ja. kriegen wir hin. Ich würde Kriegen mich da wir. richtig freuen. Ja, ich Ja. mich auch. Das wäre cool. Also, das müsste, Auf es jeden braucht Fall. echt wieder so ein Comeback von früher. Das war so geil damals alles, dass man so mit random Leuten einfach mal so ein Team zusammengewürfelt hat. Da sehe ich Tja, es was. war halt auch ohne irgendwie Druck oder irgendwie so. So Ja, die genau. letzten Rennen, die man hatte, waren ja immer, also bei mir persönlich waren immer so, wir wollen Erster werden. Man ist ja nichts Schlechtes, ist ja was Gutes, aber immer ein bisschen was anderes ist auch ganz cool. Ja, wir machen noch mal, wir gucken mal irgendwann, wann so ein 24er ist. Wenn nicht, veranstalten wir selber ein 24er und dann machen wir wieder Einhörner X Yeet und dann machen wir so einen richtigen Einhörner. Einhörner X Yeet und dann machen wir so einen richtig schönen Würfelkasten und dann fahren wir das Ding runter. Wenn das René hört mit Einhörner. Oh, Ey, das echt, es tut mir wahnsinnig leid, René. Ich hab dich echt gern, aber das kann ich nicht dulden und auch nicht akzeptieren. Dafür bin ich zu alt. Ich bin zu alt für diese scheiß Veränderung. Veränderung. Veränderungen sind scheiße, Mann. Ich werde fast 40. Was soll denn das jetzt hier? Mein Bart wird Mann. weiß. So Nee. langsam geht's los. Ist wirklich so. Ich habe schon hier, da und hier wird weiß. Ist so. Ja. Aber mein Job hält mich jung. Ist ja klar. Natürlich. Und wenn du nur so eine Jungspunte um dich rum hast, dann ist man ja, bleibt man ja immer gleich ein bisschen jünger noch. Natürlich. Ah. Du, Natürlich. Tobi, ich würde dir jetzt noch die letzte Sache mitgeben hier im Podcast. Und zwar, der Gast schließt die Folge ab. Das heißt, du wirst gleich die letzten Worte haben. Ich fange jetzt gleich an und werde das abmoderieren. Das heißt, du hast noch so 2, 3 Minuten, dir ein paar Gedanken zu machen. Du darfst für alles Werbung machen, was du möchtest. Du darfst alle grüßen. Und du hast da freien Lauf. Also du kannst jetzt wirklich mal so eine richtig emotionale Rede schwingen für Emotional. Rennwelten E-Sports. Ich sag's jetzt extra nochmal so. Okay? Ja. Alright. Moment. Rennwelten E-Sports. Die Betonung war sehr wild. Na was denn? Ich habe jetzt nicht Einhörner E-Sports gesagt. Ja, ich finde, es ist eine Leistung, hallo? Eine Verbesserung ist Wobei da. Einhörner E-Sports, der geht gut runter. Ich glaube, das. Ich glaube, dann ist Oh. René wirklich irgendwann sehr sauer, wenn ich das durchsetze. Ja, muss vielleicht nochmal einen Podcast mit René machen. Wir müssen mal verhandeln mit René. Wir müssen mal mit René verhandeln da über Ich glaube diese. auch. Da müssen wir noch mal drüber sprechen. Leute, das war die Folge mit Tobi. Tobi, es hat mich wirklich unglaublich gefreut, dich heute kennenzulernen. Also ich kann das wirklich nur wiederholen, du bist echt ein fantastischer Typ und für dein Alter schon unfassbar weit. Also ich ziehe meinen Hut davor, dass du nicht gesagt hast, so geil, ich bin jetzt hier so wie viele Jugendliche und mache einfach jetzt mal Racing an und fahre jetzt die ganze Zeit und dann gucke ich einfach, wie das Leben so funktioniert, kann man auch machen. Ziehe ich aber wirklich meinen Hut davor, dass du die letzten Jahre so eine Leistung erbracht hast und nebenbei alles noch gewuppt gekriegt hast in deinem Alter. Das schaffen manche nicht mal in der 20er und nicht in der 30er. Also von daher bist du wirklich schon sehr, sehr weit. Und dazu bist du menschlich auch noch echt eine Rakete. Also ich fand das echt schön, heute dich mal außerhalb von dem eigentlichen, wo wir uns normalerweise sprechen, mal kennenzulernen. Und es hat mich sehr gefreut, dass du mir 1,5 Stunden deiner Lebenszeit geschenkt hast, super viel von dir erzählt hast. Und ich sage dir, wie es ist, wenn jetzt noch so 1, 2, 3 Monate ins Land gehen, rufe ich dich sogar nochmal an, weil ich gerne noch Folge 2 haben möchte, weil ich mehr wissen will. Tobi, Dankeschön. Ich wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg mit Rennwelten E-Sports oder Einhorn E-Sports, wie ich immer gerne sage. Und damit bin ich jetzt raus. Chat. Kommentare, vergesst das nicht. Nicht Chat, aber YouTube. Vergesst die Kommentare nicht. Macht's für den Jungen voll. Tut mir auch den Gefallen. Macht's für Tobi voll. Dass er endlich in die Rangliste mit eingeloggt wird. Genau. Also ich habe da noch ein paar Worte zu sagen, I guess. Ja, bitte. Nee, ich wollte mich eigentlich wirklich nur bedanken, dass ich überhaupt da sein durfte.
bei dem Podcast, was ja nicht unbedingt, ja, also war ja sehr spontan auch, letzte Woche gesagt. Und ich wollte mich auch bedanken für die ganzen Leute, die ich kennenlernen durfte jetzt über die letzten Jahre. Also nochmal danke auch an René als super Teammanager und an das ganze Team und an meine Eltern, die mich da immer supportet haben. Und ja, dann schön in die Kommentare viel reinschreiben, auf die 86 kommen und ja, glaube, mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Tschüssi.